Als vor über 250 Jahren Wilhelm Külpmann einen ersten Steinbruch in Grundstöttl in Betrieb nahm, ist Ruhrsandstein auch in Wetter ein Begriff. Viele Gebäude unserer Stadt, wie zum Beispiel das Rathaus, sind aus Sandstein gebaut. Durch Flüsse und Meeresströmung gelangte Sand vom Festland in küstennahe Flachmeere, wo er sich ablagerte. Lockerer Sand zementierte sich mit Beilagen aus Ton, Schlick und Geröll unter dem Meereswasser. Dieser Prozess begann vor ca. 300 Millionen Jahren, als unsere Heimat am Äquator lag und das Klima feucht und tropisch war. Ab 1932 und bis vor einigen Jahren wurde ebenfalls von der Firma Külpmann Sandstein im Steinbruch Albrinkhausen abgebaut. Peter Serber hat hier viele Jahre gearbeitet. Peter verdanken wir Fotos und einige Filmaufnahmen, die die schwere Arbeit dokumentieren und unseren schönen Aussichtspunkt auf dem Böllberg. Um an den Sandstein heranzukommen, müssen zunächst große Felsblöcke aus der Felswand geschossen werden. Weißer Staub deutet auf eine gute Qualität der Steine hin. Ist gut, mach den anderen.